Hallo Dudes, was geht? Auf Wunsch eines Zuschauers zeige ich euch die 16 dädrischen Artefakte. Allerdings wird das auf 4 Videos aufgeteilt. Das heißt, die nächsten 4 Wochen seht ihr dann die dädrischen Artefakte. Das heißt, auch jedes Video 4 dädrische Artefakte. Und ja, ich wollte mich auch nochmal entschuldigen, dass das Video erst heute am Montag kommt. Ich habe gestern komplett verpeilt, dass schon Sonntag war. Ich habe mir gedacht, dass es Samstag wäre. Und normalerweise kommen ja meine Videos am Sonntag. Aber ich würde sagen, legen wir mal los und dann fangen wir an. Bei der Nummer 4 haben wir Azuras Stern. Dieses dädrische Artefakt ist in 2 Versionen erhältlich. Als Azuras Stern und als dunkler Stern. Ihr findet die Mission da auf dieser Karte neben Winterfester bei Azuras Altar. Im weiteren Verlauf der Mission werdet ihr einen Magier kennenlernen und halt auch diesen Magier von Azura. Allerdings bekommt ihr, wenn ihr bei dem Altar hier bleibt, wenn ihr dann zu Azura haltet, den Azura-Stern logischerweise, und wenn ihr dann zum anderen Magier in Winterfeste geht. Verlasst den Schrein, Gotteslästerer, bevor ich euch dafür töte, Azuras Artefakt beschmutzt zu haben. Ja. Jetzt werdet ihr gleich Florian auf der Suche nach dem dädrischen Artefakt sein, bis er dann am Ende feststellt, dass er es verlegt hat. Auf jeden Fall, wenn ihr halt dann zum Magier geht, erhaltet ihr den dunklen Azura-Stern. Und der dunkle Stern halt, damit könnt ihr niedrige Wesen wie Tiere einfangen. Mit dem Azura-Stern, also mit dem, keine Ahnung, hellen Azura-Stern, könnt ihr höhere Wesen, wie zum Beispiel halt Menschen einfangen. Ja, und jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß, mir dabei zuzusehen, wie ich vergebens mein Azura-Stern suche und ihn nicht mehr finde. Und mein Kind mich wieder um Geld fragt. Ihr seid wieder da! Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Was? Wirklich? Oh, Wahnsinn! Damit kann ich ja den ganzen Markt leer kaufen. Toll! Vielen Dank. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, oder? Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Ja, hier, das ist auch ein dädrisches Artefakt, um das es sich später handeln, also in einem nächsten Video handeln wird. Aber ich weiß schon mal, wo es liegt. Nicht so wie der dädrische Stern. Was man noch dazu sagen muss, dädrischen Stern, sage ich schon, zu Azuras Stern. Azuras Stern braucht sich nie auf, weswegen es ein tolles Artefakt für Zauberer ist, denn es ist ein Seelenstein. Das habe ich vielleicht vorher vergessen zu sagen, es tut mir leid dafür, dass ihr das erst jetzt erfahrt. Für alle, die jetzt schon abgeschalten haben, ihr werdet mich zwar wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ja, ihr hattet recht, ich bin ein scheiß YouTuber. Auf jeden Fall tut mir leid, dass ich zum Azura-Stern kein Videomaterial habe. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten, oder? Als nächstes haben wir den Dämmerbrecher. Das ist aber sozusagen ein Zufallsevent. Ihr werdet am Ende diesen Stern finden in einer Truhe von einem Dungeon. Am Ende werdet ihr, also in der letzten Looting-Chest, werdet ihr diesen Stern finden, dann wird Meridia mit euch sprechen und wird euch sagen, ihr sollt verdammt nochmal zu ihrem Altar kommen. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben,
Wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Auf jeden Fall werde ich euch nicht zu viel von der Mission spoilern. Am Ende werdet ihr dann halt den Dämmerbrecher bekommen. Hier sehen wir, wir nehmen den Dämmerbrecher aus dem Ding, aus der, keine Ahnung, aus Altar oder so, irgendwas. Und werden dann am Ende, das zeige ich euch, das werde ich euch spoilern. Aber ich möchte euch halt nicht zu viel spoilern, weswegen ich halt nicht zu viel von der Mission zeige. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Ja. Ja. Also gut, ne? Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Ja, also da fallen wir dann jetzt runter und verrecken. Nee, Spaß, eher nicht. Auf jeden Fall habt ihr auch schon am Anfang wo von dem Dämmerbrecher gesehen, wo ihr denn, wo denn dieser Altar liegt. Er wird euch dann auch, wenn ihr die Quest aktiviert, nochmal angezeigt. Und hier seht ihr den Dämmerbrecher. Es ist die beliebteste Anfangswaffe im Spiel und auch nur zu empfehlen für Anfänger, denn ihr könnt das schon, werdet den Stern schon ziemlich am Anfang finden und er ist ziemlich nutzvoll. Kommen wir weiter zum nächsten. Ja, hier sind wir beim Ebenerzharnisch. Der Ebenerzharnisch wird euch von Boetia zur Verfügung gestellt. Dies ist aber leider auch ein Zufallsevent, das mich noch nicht erreicht hat. Und da das mein weitester Account ist, kann ich da leider nichts machen. Man sagt auch, dass man die Mission irgendwo finden kann, weiter oberhalb von Windhelm. Da habe ich mich auch hinbegeben, aber habe leider nichts gefunden. Man sagt auch, dass es etwas schwerer zu finden sei. Allerdings habe selbst ich das nicht gefunden und ich finde normalerweise alles. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Tut mir auf jeden Fall leid dafür, aber ihr könnt euch auf die Suche begeben. Und dann kommen wir zum Lieblingsartefakt in diesem Video von mir. Was kann ich euch bringen? Das ist die Ebenerzklinge. Ihr werdet zur beflaggten Meere in... Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Ja, also, wie ihr schon von dieser netten Dame gehört habt, ihr werdet dann diesen Bericht bekommen in der beflaggten Meere in Weißlauf und müsst dann zum Jarl Balgruuf gehen und werdet dort dann mit dem netten Herrn sprechen. Das werde ich euch dann nämlich auch nochmal zeigen. Und zwar haben wir jetzt diese Mission bekommen. Es ist noch zurzeit eine Nebenmission. Und ja, dann gehen wir halt mal darauf, ne? Und ich muss sagen, es ist einfach mein Lieblingsschwert. Denn, warum werdet ihr dann sehen, wenn ich das Schwert habe? Wie gesagt, ich möchte euch nicht zu viel von der Mission spoilern. Ich spoilere euch immer nur den Anfang und wie ihr die Mission bekommt. Und den Rest müsst ihr dann selbst erledigen. Aber ich würde euch echt raten, wenn ihr mit Zweihänder kämpft, dass ihr diese Mission macht. Denn sogar ich habe mit dem Schwert als Zweihänder Spaß, obwohl ich eigentlich Zweihänder verabscheue, wie die Scheiße, die in meinem Klo liegt. Sorry für diese Ausdrücke, aber ist so. Ja, auf jeden Fall gehen wir hier jetzt zu Jarl Balgruuf und talken ein bisschen mit dem, weil wir ja sonst keine Freunde haben. Wir müssen nur kurz auf den Typen warten, weil er muss ja wieder pennen gehen. Ja, warten wir halt nochmal, weil er ist immer noch nicht da. Dün, 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 dün
Ja, hallo, ja, Balkruf. Über eure Kämpfe wachen. Ja, wie ihr seht, habt jetzt diese Option zu talken. Mein jüngster Sohn. Ein Schatten hat sich über ihn gelegt. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Er war immer sehr still. Aber in letzter Zeit hat er sich irgendwie verändert. Sorry für den Einwurf von meinem kleinen Bruder, falls ihr es gehört habt. Und gewalttätig. Er spricht nicht mehr mit mir. Aber ich weiß nicht, was ich ihm angetan haben soll. Wenn ihr mit ihm reden könntet, ihm die Wahrheit entlocken könntet, da läuft er. Wäre ich euch überaus dankbar. Also wir haben den kleinen Boy schon gesehen. Der scheint ein, wie es aussieht, wohl ein richtiger Gangster zu sein. Ja. Und am Ende talken wir dann halt auch noch mit dem kleinen Boy und am Endeffekt bekommen wir diese Ebenerzklinge, die aussieht wie ein Katana-Boy. Ich liebe Katanas. Deswegen mag ich diesen Zweihänder. Und ja, ich kämpfe mit dem. Und zwar wisst ihr warum? Er ist einfach geil. Gebt euch, wie schnell das dieser Zweihänder schlägt. Bam! Boom! Tschak, tschak, bim! Abgestochen, Alter. Dieses Schwert ist das legendäre Schwert, Alter. Sowas will jeder haben. Und ja, das war jetzt das letzte von das letzte Dedrisch-Artefakt vom ersten Video. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen und ich hoffe halt natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls schon, lasst doch ein Like da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht habt. Teilt es doch bitte mit euren Freunden, damit auch sie weiterkommen in Skyrim. Und falls ihr irgendwie Bock habt, dass ich halt einfach mehr Abonnenten bekomme, falls ihr es mir gönnt. Auf jeden Fall, danke nochmal an den netten Kommentarschreiber. Ich habe mir deinen Namen jetzt leider nicht gemerkt, aber danke dafür und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Tschüss, danke fürs Zuschauen.